Das Ruhrgebiet 1951. Dreck, Lärm, dicke Luft, ein echter Kohlenpott. Aber hier Ferien machen? Und wie? Über 200.000 Gäste kommen jedes Jahr zum Kurzurlaub. Mehr Einwohner hat die Stadt gar nicht. Oberhausen ist mittlerweile in Deutschland unter den Top 10 bei Städtereisen. Hauptgrund dafür ist die neue Mitte, die in den 1990ern auf einem brachen Stahlwerksgelände entstand. Das Zentrum dort ist das größte Einkaufs- und Freizeitzentrum in ganz Europa. Es gibt über 220 Geschäfte, Musicaltheater, Vergnügungspark, Erlebnisbad, Sea Life, Legoland und die Köpi Arena für 13.000 Besucher. Weit mehr als nur Wahrzeichen ist der Gasometer, auch er mit 117 Metern Höhe der größte in Europa. Drinnen wird's bunt und spannend. Ausstellungen über Ballonfahrt, Weltraum, magische Orte und gleich zwei Christo-Installationen begeisterten bisher über 4 Millionen Besucher. So viele Freizeitangebote auf so engem Raum, das ist in Deutschland einmalig. Und dann gibt's in Oberhausen ja noch das Parkhotel der Familie Wischermann-Bruckschlegel. Ich bin Paul Wischermann. Ich bin Ulla Wischermann. Ich bin Hans Bruckschlegel. Ich bin Hanna Bruckschlegel. Ich bin Uschi Wischermann-Bruckschlegel. Die Gastwirtschaft zur Bockmühle erzählt ein Stück Oberhausener Stadtgeschichte. 1906 eröffnet als eher bescheidene Eckkneipe. Stammgast war der Kumpel von nebenan. Es gab Skat, Pils und Mettentchen. 1970 hatte das Haus gerade mal 5 Fremdenzimmer. An Urlauber war damals im Oberhausener Stadtteil Osterfeld nicht zu denken. Hier gibt es nur Bergbau und der Sohn hat Bergbau zu machen und der hat auf die Hütte zu gehen. Ja. Und andere Überlegungen gab es gar nicht. Und Tourismus nach hierhin, das war ein Fremdwort. Heute ist vieles anders, die Familie aber hält immer noch zusammen. Diskussionen gab es allemal. Konservativeres Denken, das ist heute bei meiner Tochter und mir genauso oder ja. Meinem Schwiegersohn. Aber bei uns hat es nie gerumpft. Familie Wischermann hat immer wieder an, um und neu gebaut. Heute ist das Parkhotel das führende Haus der Region. 100 Zimmer, 4 Sterne Superior, herausragende Küche. 2013 entstand die lichtdurchflutete neue Lobby. Ein Hauch von New York, modernes Design, Schreinermöbel, edle Bäder. Schon die Komfortzimmer sind großzügig und üppig ausgestattet. Die neuen Deluxe-Zimmer sind einfach traumhaft. Besonders an den Wochenenden und in den Schulferien fühlt es sich im Parkhotel richtig urlaubig an. Entspannte Feriengäste, die sich locker eine Stunde lang am Frühstücksbuffet freuen können. Es gibt zwar kein Salzwasser, aber es gibt Badeseen oder man kann Wasserski fahren in Duisburg-Wedau im Sommer. Man kann Skifahren im Bottrop Alpine Center an 365 Tagen im Jahr. Oberhausen ist grundsätzlich nicht so ein verpieftes Ziel. Sicherlich sind wir noch nicht Berlin, Hamburg, München, aber Berlin, Hamburg, München ist auch schon immer ein Städteziel und da waren schon viele. Dadurch glaube ich, dass wir ein sehr offenes, junges, interessierte Gäste haben und das macht natürlich auch Spaß. Es ist insgesamt eine unheimlich schöne Atmosphäre in dem Hotel. Die Gäste genießen die Stadt, wir genießen die Gäste. Es ist ein nettes Miteinander. Okay, Oberhausen ist nicht Las Vegas oder Paris und das Parkhotel ist kein Kettenhotel, das es so oder so ähnlich 100-mal noch in der Welt gibt. Spam Mitreisen und das Parkhotel, wir sind seit über 10 Jahren sowas wie Lieblingspartner. Und unsere Gäste erleben hier Dinge im Urlaub, die sie so wirklich nur hier erleben können. Und das liegt an Oberhausen, das liegt an dem Hotel und das liegt vor allen Dingen an Familie Wischermann.